Hallo, mein Name. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 7. Folge von Division. Oh, man kann sogar Schulterblick wechseln, sehe ich erst jetzt. Muss schon rechnen, welche Ja. Folge wir haben. Wenn du Oh. zielst, einen linken Stick reindrückst, kannst du Schulterblick wechseln. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das wusste ich. Ja, dann renne ich mal vor. Ich habe einen Container. Ja, dann beeil dich mal. Ich öffne meinen legendären Loot. Ja, unterwegs zum Den ich letzten Technologiepunkt. mir verdient. Ich würde sagen, wir holen uns diesen Technologiepunkt und dann gehen wir es mal zurück, um die ganzen Punkte auch mal auszugeben, oder? Ja, klingt gut. Jetzt auch einen Loot bekommen, den ich mir verdient habe. Welchen Hell verdient? Aber ich habe Ja, gelacht, weil du na, dachtest, ich okay. dachte, du machst es als Scherz, aber es hat sich angehört, als würdest du es wirklich ernst meinen. Nee, eigentlich nicht. Nichts verdient. Ich habe mir alles geklaut von dir. Ich bin schließlich dein Esel. Stimmt, aber du hast einen geilen Bart Ich habe. dafür. Ja, das stimmt. Ja, aber siehst du, reicht das so gesehen nicht? Reicht für alles, so ein Bart. Der öffnet mir jede Tür. Ja. Zwar noch Und Level reicht es 0, aus? aber jeder deiner Teammates will dich haben. Wegen diesem Bart. Wenn ich so sexy aussehe. Hey, Jungs. Der hat nur so ein Fragezeichen-Symbol, siehst du das auch? Wo bist du eigentlich? Wieder am Sterben. Sie sehen jedenfalls sehr weit hinten, würde ich sagen. Gehen wir zu diesem Fragezeichen. Junge. Oh, hier ist so ein öffentliches Event, öffentliche Hinrichtung. Ich wurde von einem schönen Bombenauto vernichtet. Oh, ich muss hier gerade zwei Geiseln retten. Ja, ich bin auch einer. Soll ich einfach aufgeben? Holst mich noch? Nö, ich muss hier gerade zwei Geiseln retten, die aber auch alle ein Lebensbalken. Hallo, ich bin wichtiger. Nee. Oh. Es gibt bestimmt noch mehr Leute mit diesem Bart. Nein, ey. Hallo. Starte ich einfach an. Ich muss mir irgendeinen komischen Punkt aussuchen. Dann kannst du auch gleich dich zur Mitte teleportieren hier. Nee, konnte ich nicht. Ich konnte überall außer zu dir. Naja, als das geskillteste Spieler von uns beiden würde ich sagen, ich habe schon. Das war einfach taktisch von mir. Kannst es dir halt erlauben. Ey! Mein Kumpel hat sein Nasenspray bei mir vergessen. Toll. Das ist Info, die jeder haben wollte. Sag es nichts mit einem Bart zu tun hat. Interessiert eigentlich niemanden. Ich bin gerade fast Ich? gestorben. Hier sind halt so arsch viele Gegner, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Doch. Ah, ich habe die Quest fertig. War sogar so eine Mini-Questline. Hat XP und ein grünes Item gegeben. Und bei dir? Ja, okay, ja. Ja, Ja, guck mal, danke. das war sogar die Mission, die wir machen müssen, die Aktivität abschließen. Finde ich fair. Ja, das kann ich nur, wenn du die ganze Zeit, wenn du weiter hinten bleibst, wenn du aus irgendwo nicht mitkommst und dann stirbst, also mal ehrlich. Kann halt nicht jeder so gut sein wie ich. Bin gut. Ich bin bestürzt, dass du so gemein bist zu mir. Hätte ich nicht erwartet. Ich bin nicht gemein, ich sag nur die Wahrheit. Du bist halt Arsch. Guck mal, ich habe wieder eine Tasche gefunden. Immer wenn du nicht bei mir bist, finde ich arsch viele Taschen. Ich Ob gehe schon mal zu der Markierung. das irgendwas zu tun hat? Dass ich unnötig die ganzen Taschen hier finde. Nee, es war mir klar. Ich bin so ein Glücksmagnet. Wenn ich weg bin, bekommst du Loot. Wo ist das Problem dann? Du bist ja eh nur Ich ein habe eine Packesel. Sonnenbrille bekommen. Da du ja nur der Packesel bist, ist ja auch alles in Ordnung. Ich kipp dir doch danach den ganzen Loot wieder. Oh, sehe ich geil Ich freue aus. mich schon, wenn wir in der Dark Zone sind und dann stirbst und den ganzen Items und verlierst, ne? Darauf freue ich mich auch schon. Was? Nein. Doch. Was bitte markiert? Ja, ganz hinten. Aber auf der anderen Seite der Map ist der Fähigkeitspunkt. Und dann gehen wir einmal zurück Das zum Weißen Safe Haus. House wird mir markiert, das neue. Okay, Das ich ist hab. ein Fähigkeitspunkt hier. Ja, Da. Da, 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 da.
Das spawnen einfach neben mir plötzlich drei Gegner. Wie viel XP? Also ich habe jetzt schon 3/4 für den nächsten Level up fertig. Ja auch. Natürlich. Ja. Ach Gott, du bist ja direkt wieder hinter mir, wenn ich das in Kamera sehe. Ich spüre die Anwesenheit deines Bartes. Ich habe eine neue Sonnenbrille, willst du gucken? Ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass sie deinen Bart besser betont. Dann steht dein Bart die ganze Show. Du kleiner. Den Fernsehbulle. Über eine Motorhaube rutschen. Ich habe eine neue Schotte bekommen. Da muss ich jetzt aber mal nachgucken. Mehr Damage. Wir sind jetzt hier erstmal fertig. Den Drohne. Dann lass uns erstmal zurückgehen zum Haus, oder? Und gucken, was wir jetzt freigeschalten haben. Ist eine Kiste. Ich gehe schon mal los. Ja. Zu dich gerade einfach? Ja. Zum Weißen Haus. Eine Schnellreise. Eine Schnellreise. Ah, ich habe PvP freigeschalten. Ja, ich darf keine. Jetzt darf ich eine Schnellreise machen, okay. Ich hab 1 Fähigkeitsfreischaltung und 6 Technologien freigeschalten. Ja, ich bestimmt auch. Das war auch so gut. Sogar besser. Das Level ich nicht. Ich hab genauso viel. Na hier, mehrere Gegner auf einmal zu töten bringt einen EP-Bonus. Durch das Zerstören von Schwachstellen bringt es einen EP-Bonus. Nice. Kills durch Zerstörung von Umgebungsobjekten bringt einen EP-Bonus. Ah, warte. Das ich unterbreche mich kurz. Ah, sieh, das muss laut, ey, wenn du stimmst. Nein, Levi hat weiter XP-Bohne, würde ich sagen, oder? Hat sich auch nie schlechter. Und hier. Eigentlich egal, was macht. Bist du wieder da? Ich finde diese Tastenbelegung aber auch total weird einfach in diesem Spiel. Ich stimme dich gleich wieder, ne? Ich habe noch eine Kiste. Was ist eine Shotgun, die ich gerade gezogen habe? Oh ne. Warum nicht? So, den Rest verkaufe ich jetzt, den ganzen Müll noch. Huch, was habe ich jetzt? Okay. Wo bist du eigentlich wir?
Ach ja, verkaufen. Du, du, du. Man hat mich vermisst, ich bin wieder da, danke. Also jetzt die Quest oben angehen, oder was? Was wie? Ich bin einfach der Weg gefolgt. Ja, warum laberst du mit dem, wenn ich nicht da bin? Ich laber nicht mit dir. Du hast doch jetzt mit dem Questgeber da oben gelabert, oder nicht? Ich bin da einfach hingegangen und dann gab es eine Filmsequenz, weil bei mir da oben markiert wurde. Dankeschön, ich habe die nicht bekommen. Ich weiß nicht, wieso das sie nicht bekommt, dafür kann ich da nichts. Ja, wieso rennst du auch einfach ohne mich weiter? Du siehst doch, dass ich unten beim Händler stehe. Nein. Jetzt habe ich eine ganze Zwischensequenz wegen dir verpasst. Soll selber noch nachholen, oder? Ich weiß ja nicht, wo sie ist. Ich habe ja die Questmarkierung nicht mehr. Ich weiß doch selber nicht, wo ich bin. Ach, Gott. Unorganisiert hier mit dir. Hm? Ist ja unorganisiert hier. Ja, ist immer lustig. Ein Korbspiel zu spielen, wenn man die ganzen Zwischensequenzen wieder verpasst. Beredet in der Sequenz. Ja, hallo. Wow. Und, ja. Ja, danke. Keine Ahnung, wo man hier hin lang. So, hier soll ich angeblich jemanden einstellen können. Bist du runtergekommen? Oh. Nein, du gehst jetzt raus. Du gehst jetzt. Meine Güte. Kannst du rausstellen? Nein. Ich habe keine Ahnung, wie ich wieder runterkomme. Oder bin ich unten? Ich hab mich wegteleportiert. Nee, die sind deprimiert hier. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe mich, wie gesagt, wegteleportiert. Ja, ich komme doch. Ah, hier schaltet man die ganzen Aussätze frei. Visier, Griff. Supply drop nearby. Hello, I'm Anaya. I'm going to be helping out at the base of operations with equipment fabrication. It's a pleasure to meet you. Jetzt sind wir wieder beim Theater. Anfertigung freigeschaltet. Konnte nichts machen, weil ich keine Ahnung habe, wo ich war. Okay, ich habe jetzt eine neue Mitarbeiterin rekrutiert. Die ist für die Anfertigung zuständig. Nur nutzen kann ich es halt noch nicht. Siedlungsfortschritt. Überprüfen. Echt. Stabilität, Kooperation, Solidität, Ansprüche. Du bist sowas schon wieder versteckt. Latsch gerade rum und quatsch mit den ganzen neuen Bewohnern hier. Die alle eine Nebenquest für mich haben. Rekrutieren. Hab schon gemacht. Ich nehm da mal die ganzen Nebenquests hier an, ne? Ja. Das wird warte, die nehme ich auch noch an. Das Anliegen. Ja, ich höre jetzt fertig. Wenn du sie rekrutiert hast, können wir gehen. Rekrutiert, Gott. Ja, haben wir. Haben wir. Ja. Auf zurück. So. Jetzt mal ganz cool, was wir jetzt machen. Nächste Main Mission wählen, dir das in Safe auszugehen. Ja, wollen wir hier runter zum Kontrollpunkt noch? Vorher? Wo? Auf der Karte zum Kontrollpunkt. Markier. Hab ich. Lässig ist und ich habe gerade keine Markierung. Ich hab nie eine Ahnung, wo es hier hingeht. Ah, hier ist es, von dem ich immer geredet habe. Was? Du hast von noch gar nichts geredet. Doch, hiervon. Hallo? Ja, cool. Diese Shotcuts. Ja. Hey, hallo? Warum geht ich da nochmal nach oben? Der Fetzer ist zu dumm, sich abzuhängen. Hallo, nein.
Er wollte nicht, ne? Er wollte nicht bei dir bleiben. So, ne, ich habe jetzt auch eine neue Waffe. Ich habe ein Scharfschützengewehr jetzt. Ey, flex mal jetzt nicht so rum mit der krassen Waffe. Oh, ich kann Dann ist sogar. ein dickes Fragezeichen. Ich kann sogar. Achso, das sind diese Aktivitäten. Bei mir müsste ich da eine Geisel retten. Wir müssen so oder so meinen, dass eine Lage mal wieder zurückgeht. Nachschublieferung. Ah. Das ist ein komisches Geräusch. So, das kennen wir schon. Das ist ein Echo. Oh, läuft. Da waren welche. Oh. Ich berg mal die erste Kiste. Öffne mal. Nett. Eine Pistole. Hier sind überall Gegner, ne? Weißt du, wo die dritte Kiste hingefallen ist? Ist ein 3? Ja. Gott, nein, ich hab ja nur die gesehen. Die werden hier innerhalb dieses Kundesbereichs sein hier. Ist die eine? Ach, hier hinten ist die andere, bei den Gegnern überall. Was war denn Drohne? Ja, ich brauche Sichtkontakt zu dir, damit ich sie schmeißen kann. Oh, Du siehst selbst abgefackelt. Ja. Ach nein! Oh nö! Was ist denn gerade passiert? Ich habe keine Ahnung. Du hast dich selbst abgefuckt mit deiner eigenen Fähigkeit. Wow, toll. Ich sehe es, glaube ich, näher dran. Gott. Hat sich ja richtig gelohnt. Ich habe übrigens einen Die neuen Quest Trick ist gelernt. fertig. Wir haben Wenn es nicht. jemand Karten schnippst. Oh mein Gott, war das gut. Ich weiß nicht, wir haben nicht geschafft, alle Kisten zu sichern. Mist. Ach, das war eine Zeitangabe. Ja. Was ist das höher? Du Naja, du machst bist. einfach irgendwas, ohne dass ich wusste, was passiert. Naja, du tust immer etwas Falsches. Nämlich genauso wie ich renne jedes Mal doof in den Gegner rein, dass ich mit einer HP überlebe und dann wundere ich mich, warum ich sterbe. Ja, keine Ahnung, warum du das machst. Es ist ein Deckungsshooter. Ja. Ich war in der Deckung. Ja, nach einer HP. Du weißt schon, was ich meine. Das deprimiert mich. Warum Ist atmet ihr euren scheiß Wagen die ganze Zeit hier? ein Hund? Mist. Hey, da bist du. Na, das war's. Bin fertig hier. Auch fast Level Was 6 geht's? mittlerweile. Auf. Was riechst Keine du dir von? Bedrohung entdeckt. Nichts. Ich habe nur meinen Eine Scan Drohne. durchgeführt. So ein Kameraszeichen. Achso. Oh, das kann ich einsammeln von hier. Oh, cool. Oh, happy. Da. Diese. Müsste die Leiche jetzt hier nicht hier unten irgendwo liegen? Runtergesprungen, ich glaube nicht. Und da hinten. Gut für mich. Du läufst einmal irgendwo rein und alles ist auf einmal hier so leuchtet. Ja,
ich loot auch. Ja, ich will ja auch looten. Bloß bei mir ist nur so eine Sache. Und wenn du so auf einmal am Looten bist, so 50. Die Pistole macht jetzt 1058 Schaden. Ich habe eine Magnum gefunden. Warum hast du so eine OP-Pistole? Keine Ahnung. 500 mehr und sie macht genauso viel Schaden wie mein Scharfschützengewehr. Pole bekommen. Ich habe da schon, ich habe schon alles gespendet, was ich spenden musste für die Fraktion. Wolltest du das angeben? Ja. Nachvollziehbar. Wo bin ich eigentlich hin? Reisekoffer? Und zum Außenposten. Ein Seil. Okay. Wo läufst du mal lang? Was ist hier los? Die sollten gerade Gegner alle erschossen. Ist das ein Hund? Ist das ein Reh? Ein Reh. Oh. Ja. Das war mal ein Reh. Dann würde ich sagen, bevor wir da reinrennen, sehen wir uns in der nächsten Folge. In der ich rate mal, du zweimal sterben wirst. Und somit auf Wiedersehen. Ja.